Mein Name ist Sören und ich bin Ornithologe bei der Natur- und Umwelt-ASBL. Zentrale Ornithologie du Luxembourg oder kurz KOL als zentrale Urlaubsstelle für alle Vielschussfrauen zu Lützburg. Unsere Aufgabe ist es, nationale Brut- und Zuchtvogelpopulationen durch Monitorings oder durch Beringung am Ahn zu behalten. Zusammen mit unseren Arbeitsgruppen der Feld- und Beringer AG können wir so gezielt Artenschutzprojekte proposieren und umsetzen. KOL ist auch ein wichtiger Berater vom Ministerium, der Naturverwaltung an der Gemeinde. Durch unsere Expertise können wir zu einer positiven Entwicklung von den Vogelbeständen zu Lützburg beitragen. Dafür ist auch ein Jahr pro Jahr der Grand Public gefragt, nämlich dann, wenn die Großwanderfolienzählung stattfindet. Heute kann jeder Verein daheim am Garten oder am Balkon vielleicht erzählen und der Call seine Beobachtungen melden. Moin, ich bin Erik, ich arbeite noch für die Zentrale Ornithologie und kümmere mich hier am Naturschutzgebiet Schlammwies um die Visite Ideen. Das Naturschutzgebiet Schlammwies erstreckt sich mit einer Fläche von rund 88 Hektar von Övasiere bis Münster. Also fanden wir hier auch das größte zusammenhängende Schilfgebiet aus Lützburg. Die Fondation Hölle für Natur hat hier schon 1970 angefangen, Flächen zu kaufen und besitzt heute über 25 Hektar. An diesem Gebiet fanden wir auch eng von unseren drei Vogelbringungsstationen aus dem Land. Hier gehen viele für wissenschaftliche Zwecke mit Japan-Netzer gefangen, vom sachkundigen Personal beringt und dann so sehr wie möglich fliegen gelassen. Ziel davon ist es, die Vogelwelt besser zu verstehen und somit auch besser schützen zu können. Wir bieten hier im Gebiet auch regelmäßig Visitideen an für die Leute, die gerne mehr wollen über den Naturschutz, über das Gebiet selber oder eben über die Vogelbringung wissen. Zusammen für die Natur unterstützt auch du Natur und Umwelt und gibt Mamba.